Natürlich nicht. Es war echt so viel zu tun jetzt irgendwie mit Pressekonferenz, mit Dopingkontrolle, nochmal kurz beim Fernsehen, jetzt hier im Deutschen Haus. Also es sind so viele Eindrücke, die hier gerade auf einen einprasseln. Das ist echt verrückt. Also das hätte ich gar nicht gedacht, aber es ist wirklich so. Aber dann hat sich das ja noch ein bisschen gegen mich gewendet. Da war ich zwischendurch Achter und nach dem ersten Tag, ja, dann ist die Hoffnung so ein wenig geschwunden, auch wenn man so aufs Tableau geschaut hat, schon ein bisschen noch damit geliebäugelt hat, weil die Abstände nicht so riesig waren und man weiß, dass hier auf der Bahn in Pyeongchang doch auch einige Fehler machen können. Also es ist schwierig, es ist herausfordernd gewesen und ich denke, die besten Fahrer haben sich jetzt in den 2 Tagen mal durchgesetzt. Ja, ich habe nicht dran geglaubt. Felix ist eigentlich immer so abgebrüht, dass er das runterzieht, aber er ist halt auch nur ein Mensch und Fehler passieren auch ihm, auch auf dieser schwierigen Bahn. Und ich meine, er hat schon so viel erreicht in seinem Leben. Ich denke, er kann es mir verzeihen, wenn ich heute mal meinen Moment genieße. Zuerst habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ich konnte es gar nicht so richtig glauben. Jetzt wusste ich nicht, soll ich mich jetzt... Also im ersten Moment habe ich mich geärgert. Dann habe ich auf die Zeit geguckt, habe gesehen, okay, er ist noch knapp vorne. Vielleicht reicht es für ihn noch fürs Podium. Und dann ist er durchs Ziel gefahren. Dann sehe ich bei ihm die 5. Und dann dachte ich erst auch, schade für ihn. Und dann dachte ich, 5, Moment, das heißt für mich Platz 3. Und dachte ich, und dann wusste ich erstmal gar nicht, was da so richtig passiert. Also ich stand da erstmal wie angewurzelt da und habe erstmal alles auf mich einprasseln lassen. Ach, der Felix, ja, schon. Er hat mich jetzt gerade in Empfang genommen vor dem Deutschen Haus. War eine sehr faire Geste, hat mich auch gefreut und hat mir gratuliert und hat es sehr sportlich genommen. Ja, ich bin sonst eigentlich nicht so die Person, die sich so sehr in den Mittelpunkt drängt und das Baden der Menge so genießt, aber es war schon geil, muss man sagen. Also wirklich so viele Leute, die einen da anjubeln und da kam ein bisschen Gänsehaut. Mal gucken, ich werde hier noch ein bisschen was trinken, mal anstoßen mit meinem Mechaniker, mit meinem Trainer, vielleicht auch mit dem Andi, meinem besten Rodelkumpel hier sozusagen, mit dem ich das Zimmer teile. Wir haben schon viel miteinander erlebt und mit allen Leuten, die mich unterstützt haben. Ja, ich denke, wir Deutsche sind im Team generell eine... Ja, die Favoriten mit. Da werde ich jetzt kaum drum rumkommen. Und es wird aber auch hier schwierig werden auf der Bahn. Ich denke, dass viele Nationen dort auch ein Wörtchen mitreden können. Also es wird spannend. Ich werde da natürlich mein Bestes geben, werde die Herausforderung annehmen und hoffe, dass ich dann nochmal um Edelmetall kämpfen kann.